Was geht ab? Ich komme gerade vom Training und wie man mich auch kennt, ist bei mir Everyday Saturday. Ich meine. Meine allergeilsten. Es geht nach Mykonos. So 3 Tage mal ein bisschen in Urlaub. Es ist auch sehr wichtig, dass ich meinen Urlaub auch bekomme, weil ich bin echt überarbeitet mittlerweile. Wir machen auch ganz ruhig. Wir machen sehr ruhig. Ich habe auf jeden Fall eine Villa, die extrem zu groß ist. Hier lebt ein Tier, das viele für das Hübscheste der Welt halten. Der kleine Panda, auch roter Panda genannt. Bis heute wurde er fast noch nie in der Wildnis gefilmt. Ich bin in meinem natürlichen Habitat, mein Lieber. Wir sind gerade am Flughafen angekommen, direkt abgeholt. Jetzt geht's in die Villa. Es ist verdammt geil, dass ich hier bin. Ich habe jetzt bestimmt schon 10 Biere getrunken und ich spüre noch nichts. Es hat etwas mit dieser Energie dieser Insel zu tun. Sehr, sehr geil. 4 Bumsbetten. Hier wird sich jemand extrem auf die Schnauze hauen, wenn er probiert, auf dieses Bett zu gehen. Aber ansonsten, Leute, selber Ausblick wie letztes Jahr. Hier habe ich so eine Hängeliege. Hier kann ich ein bisschen hängen. Wir haben ein paar Jetskis bestellt. It's possible to drive without driver license. Jetzt geht's los! Ladies and gentlemen, are you ready for the outfit of the night? It's an E-True hemd with a Balzerini hose with a Christian Louboutin Schuhe, with an Louis Vuitton Bauch, with an Daytona Panda, with an Jack Mary Mesh Sunglass. Oh, dieser Typ ist wirklich der losteste Typ, den wir heute hatten. Okay, Justin, mit diesem Outfit komme ich bei den Frauen am besten an. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Morgen kommt auch der Gute ins Casino 21 uns besuchen. Er hat mir gerade ein Foto geschickt mit, bin in der Vorbereitung. Da sitzt er wirklich mit seiner Zigarre, genießt den Abend vor dem Sturm. Ich liebe diese Mykonos Altstadt, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Meine Stimme ist heißer und die haben hier leider keinen Tee. Und Jani meinte, er trinkt dann halt Tequila. Und höre ich mich besser an? Wir werden am Ende das teuerste bestellen. The most expensive steak we had on my birthday, it was 1300. 1300? Happy birthday! I show you something. Do you keep hearing about the tornado? Tornado? I have a special movement. Ich bin noch relativ nüchtern, oder? Sechseinhalb Stunden später. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich lebe noch und jetzt geht's trainieren. Achtung. Boah, schaut euch das an. Ich sag euch ehrlich, so wie ich gestern gesoffen habe, überlebt man auf Dauer nicht ohne Training. Aber jetzt bin ich wieder regelmäßig drin. Schwitzt die Scheiße raus, macht schon einen krassen Unterschied. Was man nicht alles macht, um mehr saufen zu können, oder? Wären es 5? Oh, besser als 0, oder? Ich hab mal Zeiten, da habe ich 20 Klimmzüge geschafft. Die Zeiten waren beschissen. Hey, es geht jetzt in eine richtig geile Location, so ein Restaurant. Letzter Aufruf fürs Wegbier, Aska. Aska, hol dir bitte dein Wegbier ab. Aska, dein Speedboat-Wegbier bei Speedboat. Klingt jetzt auch und wir fahren jetzt mit einem Speedboat rüber. Cheers! Es ist schnelles Boot. Soll ich mal ran? Ja, ich habe nur 3-4 Bier getrunken. Seid ihr ready, Leute? Ich mache mir gar keinen Stress. Ob es euch auch gerade so gut geht? I doubt it! Ich bin auch relativ nüchtern, aber das wird sich gleich relativ ändern. Es ist immer wichtig, wie die Piraten anzukommen, oder? Ja, Kinder, schaut mal, wer da kommt. Hallo, liebe Kinder. Man soll kein Koks und kein Tilidin ballern. Genau, und was soll man stattdessen ballern? Vitamine und Mineralstoffe. Abracadabra! Flex. Nicke Film. Digga, du musst dir überlegen, okay? Ich bin gerade noch in einem Call mit der ganzen Gruppe, mit der wir unser neues Videoprojekt ansteuern. Pass auf, mit diesen Leuten hier gerade, okay? Währenddessen steht dieser Typ vor mir, der eigentlich auch im Call sein sollte. Digga, was ist überhaupt mit deiner Frisur passiert? Wir waren gerade auf einem Speedboat und es war sehr speed. Du bist noch relativ nüchtern, oder? Ja, aber das wir werden es relativ ändern. Ich bin immer noch im Call.
Ey, der ist so seriös im Call, ne? Der probiert wirklich zuzuhören, was die ganzen Leute sagen. Er wird mir nachher auch alles berichten, wenn ich absolut nicht imstande bin, zurechnungsfähig zu sein. Ach, du bist gerade zurechnungsfähig? Ich bin gerade absolut zurechnungsfähig. Do you know what I did before I come to Mykonos? An asshole waxing. Kannst du einmal im Gespräch die Stummtaste wegdrücken, damit ich einmal kurz Input geben kann? Ich bin Ron Bielecki, ich bin sexy auf dem Jetski und ich bin gerade in Mykonos und seid euch bitte sehr, sehr bewusst, dass Nickerson gerade neben mir sitzt. Wir rauchen beide eine Zigarre und egal, wie viel Kosten aufkommen. Ich bin dann wieder mute, ja?